Alte Kaiser, manchmal kommen Freundinnen zu mir und sagen, du, ich hatte so ein tolles Wochenende, ich habe wieder mal so richtig abgetanzt. Oder stell dir vor, ich war in der Villa und habe mir abends in der Bibliothek ein Fußballspiel angeschaut. Ich weiß, das ist nicht sehr spirituell. Was sagst du dazu? Was heißt überhaupt ein spirituelles Leben führen? Ein spirituelles Leben führen heißt endlich normal. Und ich mag gar nicht den Ausdruck spirituelles Leben. Denn so wie ich verstehe, was Menschsein meint, ist es normal, erwacht, erhellt, liebend, in Weisheit durch die Welt zu tanzen. Das ist mein Verständnis. Und natürlich haben wir Konzepte über Spiritualität und wie ein Heiliger oder eine heilige Person aussieht und was die macht und was die nicht macht. Guruji zum Beispiel hat Karten gespielt. Das könnte man fast in dieselbe Schachtel hineintun wie Fußballspiel sehen. Und ich glaube, es geht darum, um etwas ganz anderes. Wenn Ramana Maharshi sagt, sei, dann heißt das, dass das, was hier sitzt, und das, was hier sitzt, auch hier und hier und überall auf der Erde, im richtigen Verständnis, ist es wie das All-Eine, das sozusagen sich in Milliarden von Formen ergießt, um in einem einzigartigen Ausdruck sich selbst zu erfahren. Das heißt, jeder von uns hat ja einen einzigartigen Fingerprint. Das heißt, wir alle haben einen einzigartigen Duft oder Klang. Und diesen Klang so in seiner ganzen Fülle zu leben, zu tanzen, das ist eigentlich ein Erkenntnisprozess, Selbsterkenntnisprozess. Und zum einen gehört Fußball gucken, zum anderen gehört tanzen, zum anderen gehört schweigen, zum anderen gehört nur sich zurückziehen in einer Höhle, zum anderen gehört politisch zum Beispiel wirksam werden, jemand anderer leitet ein Zentrum, jemand anderer ist eine Mutter. Es geht darum, dieses Sei in seiner Großartigkeit, ohne jegliche Wertung zu leben. Dann entsteht eigentlich die große Symphonie in Harmonie mit dem Ganzen. So ist es immer interessant zu überprüfen, von wo kommen denn diese Bilder. Die hatte ich natürlich auch. Ich sah dann so irgendwo Teresa von Avila und dann gibt es ja so Bilder von ihr auch oder Maria oder andere, die haben immer so einen Heiligenschein und dann meistens feine Gesichter und elegante Handhaltung auf den Ölbildern und so. Und dann wird schon alles projiziert, oder? Lebendig, wach, spontan, natürlich, die eigene Wesenskraft, tanzend im Licht.